Ja, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sally Face hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Immer viel Spaß beim Anschauen. So, wir sind ja hier jetzt so gut wie durch mit der vierten Etage, denke ich. Waren wir auf der Seite schon? Ich glaube schon. Nee, stimmt, da wollte ich nicht reingehen, weil ich damit viel Gequatsche gerechnet habe. Machen wir das auch als allererstes. Erwart. Unser Vater ist jetzt mit der Mutter von Larry zusammen. Mann, die ist aber auch alt geworden. Aber weiter hier, guck mal, Papa hat gar keine Haare mehr. Eltern. Jetzt sind wir Brüder, Larry. Hey Papa, hey Lisa. Hey Leute. Ach nee, das ist ja Lisa. Hey Leute. Hey Leute. Yo. Hey, wann waren wir das letzte Mal so als Familie zusammen? Vor ein paar Wochen oder so. Ihr müsst zum Abendessen bleiben. Na, was sagt ihr? Lisa wird mir endlich die geheime Zutat für ihre Lasagne verraten. Die Lasagne ist die beste, Lisa. Deine Lasagne ist die beste, Lisa. Oh, das ist so lieb von dir, Schatz. Ich sag sicher nicht nein zu einer Gratis-Mahlzeit. Eigentlich habe ich heute schon was vor, aber vielleicht schaffe ich es trotzdem. Okay, Larry. Wird dir über ICQ sagen, wann das Essen fertig ist. Oder was auch immer ihr Kinder gerade dafür verwendet. Es heißt Texten, Papa. Ja, richtig, das. Klingt gut. Lasagne. Kann ich auch mal wieder essen. Irgendwie werden wir im Badezimmer eh immer grün wegen den Kacheln. Bei mir sieht man das bloß nicht so wegen der Maske. Eigentlich müsste die Maske doch umso grüner werden. Naja, egal. Die ist ja immerhin weiß. Okay, jetzt kommen wir hier nicht an den Rechner ran. Er hat umgebaut. Papas und Lisas Zimmer. Wir latschen einfach überall rein. Jetzt kein Foto mehr von Mama unterm Bett. Nix gibt's hier? Nix. Okay, das war hier gar nicht so viel Gequatsche, wie ich befürchtet hatte. Roberts Wohnung. Ob der Punk immer noch einen Tresor voll Geld hat? Robert hat einen Tresor voll Geld, auf jeden Fall. Wie war Robert nochmal? Hey, das sind meine Geisterjäger. Hey, Kumpel. Hey, Rob. War die Jagd erfolgreich? Wie ausgestorben hier. Er weiß ja eh schon Bescheid. Geister haben sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir gehen ihm nach. Verstehe. Habt ihr in letzter Zeit was Seltsames bemerkt? Irgendwas? Nun, ich habe da diesen seltsamen Furunkel an meinem linken Arschbacke. Wenn ihr ihn euch ansehen wollt. Okay, ich glaube nicht, dass wir dafür die Richtigen sind. Ach, kleiner Spaß, mein Hintern ist so glatt wie ein Aal. Ein Aal. Ja, Aal. Ach, Larry, du Witzbold. Rutscher freigeschaltet, immer gut informiert. So,
Oh, okay, aber in den fünften. Als ob da ein verstecktes Fach am Boden des Fugikäfigs wäre. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das ist seltsam. Da ist auch eine Schraube locker. Als ob jemand versucht hätte es zu öffnen. Und dann ist er bei der Hälfte gescheitert oder was? Achso, es wurde eine Schraube ganz weggenommen. Ich brauche einen Schraubendreher oder etwas ähnliches, um es zu öffnen. Da liegt doch was daneben. Ach so, das ist die abgedrehte Schraube. Okay, wir brauchen einen Schraubendreher. Finden wir doch bestimmt bei Lisa unten in der Werkstatt. So, meine Hausmeisterin. Ach du Scheiße! Ey, Kollege! Einen Fehler gemacht. Was zum Teufel, Alter? Wir alle werden das Ende sein. Was soll das überhaupt heißen? Du kannst hier nicht bleiben. Die Dunkelheit bindet uns. Ja, mein Licht an. Hat mich zu Tode erschreckt. Ich hab den Penner schon mal dabei erwischt, wie er hier oben geschlafen hat. Ich frag mich, was er damit gemeint hat. Für mich klang das nach wirrem Zeug, Mann. Ein zahnloses Unterfangen! Da gibt bestimmt irgendwann noch mal ein korrektes Wort. Wir müssen bestimmt auch noch den einen Zahn irgendwie wieder fit kriegen, dass man lesen kann, welcher Buchstabe da drauf ist. So, das war die Seite. Muss hartnäckig bleiben, Leute. Outer Space. Ah, nice. Wir haben eine von boah, ganz vielen Kassetten. Ich bin am Verhungern und doch sterbe ich nicht. Wie lange geht das schon so? Nun so, es ist unmöglich zu sagen in dieser ewigen Nacht. Muss ich für immer in diesem Gefängnis vor mich hinrotten? Kein Essen, kein Licht, kein Schlaf, kein Kontakt, nichts, nichts. Nur flüchtige Blicke auf ein unerreichbares Leben. Ich wünschte, sie würden dieses verdammte Portal endlich öffnen. Ich wünschte, sie würden diese Welt in Stücke reißen. Ich wünschte, es fände endlich alles ein Ende. Ich muss es beenden. Ach, ganz oben hier verlassen. Kleiner kann man es da oben auch nicht hinquetschen. Ist da noch eine drinne? Nein. Setz sie von der Kassette. Früher hat mein Vater hier gelebt. Das war bevor er und meine Mutter zusammengekommen sind. Wirklich? Das war bevor hier alles überschwemmt wurde. Oder was auch immer hier passiert ist. Rohrbruch, oder? So, gleich haben wir es aber geschafft hier. Megan?
Hallo, bist du hier? Der Super Gearboy zeigt nichts an. Hey, wo ist ihre Kette hin? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie fehlt. Das ist seltsam. Vielleicht kommt sie deswegen nicht heraus. Was ist mit den anderen? Ich hab keine Ahnung. Okay, Schraubendreher. Immer runter in den Keller. Ja, noch ein Zahn. Was, kein dummer Witz, keine dummen Witze diesmal? Ehrlich gesagt fällt mir gerade keiner ein. Ich meine ein. Okay. Ausfallen wegen Zahn und so. Wir haben das Wort News. Also Nachrichten. Weil jetzt diesen vergammelten Zahn außen vor gelassen. Also war ich hier auf jeden Fall doch noch nicht drin. Mist, ich muss den Schlüssel heute Morgen fallen gelassen haben, während ich mich umsah. Wann hast du ihn zum letzten Mal gehabt? Keine Ahnung. Ich hätte schwören können, dass er noch in meiner Tasche war. Er wird schon wieder auftauchen. Ja, wenn hier in diesem Abschnitt so viele Kassetten sein sollen, wo sollen denn die noch alle sein? Ein Taschenmesser, Bingo! Meine Güte, ey! Da muss man doch noch mal alle Wohnungen ablatschen. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, solche Sachen ziehen Spiele einfach nur unnötig in die Länge. Sind echt auf der Suche nach so einem Alltagsgegenstand, ey. Mann, dann gehen wir mal hoch wieder in den 5. Obwohl. Ich will erstmal gucken, ob ich damit auch den Teppich loskriege. Muss drinne sein, ne? Hier ist ein Loch im Teppich. Ich kann den Teppich aber nicht selbst entfernen. Ja, dann nimm das scheiß Messer, Mann. Sehr schön. Ein Tresor. Wie viele Zahlen brauche ich? Zwei, vier, sechs, sieben. Sieben Zahlen. Man kann es immer versuchen. Sieben. Ich dachte gerade dran, vielleicht die Buchstaben der Zähne in die Reihenfolge des Alphabetes anzuordnen. 2, 4, 6, 7. Das könnte sogar hinhauen. Aber in welcher Reihenfolge soll ich die Zahlen denn eingeben? Und es bleibt immer noch der gammelige Zahn. Weil S, V und N sind zweistellige Zahlen. Das heißt, das wären 6 Ziffern. Und das E ist die Nummer 5 im Alphabet. Das heißt, es wären genau 7 Ziffern. Aber ich gucke erstmal nochmal nach einem eindeutigeren Hinweis. Weil wie gesagt, da muss ich ja dann auch rum kombinieren. In welcher Reihenfolge die dorthin kommen.
Wenn ich daraus das Wort News mache, würde ich das auf jeden Fall in der Reihenfolge auch eingeben. So, denn jetzt hoch im 5. Stock. Hier. Sehr schön. Mehr Rätsel. Nie ohne Seife waschen. Steht für Himmelsrichtung. Okay. Norden, Süden, Osten und Westen. Moment, das Ding steht auf dem Kopf. Das sehe ich an dem Made in China Aufkleber. Dann muss das eigentlich so rumgehören. So. So. Ja, cool. Wow. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden, den du verloren hast. Ich habe ihn nicht verloren. Ich habe... Moment, wo zum Teufel kommt er überhaupt her? Ich habe ihn dann nicht reingetan. Jemand wollte, dass wir ihn finden. Hätte man den nicht unter meiner Tür durchschieben oder in meiner Postkasten werfen können oder sowas? Realität ist ein verworrenes Netz. Was? Vergiss es. Jetzt haben wir den Schlüssel. Wir sollten uns den Tempel näher ansehen. Arusha, freigeschaltet. Szene. Ja, das musste man ja jetzt auch schaffen, um weiterzukommen. Ja, das Rätsel war zum Glück nicht. Das war viel schwerer, das Messer zu finden, als dieses Rätsel zu lösen. Also, da sollen sie lieber mehr Zeit in die Rätsel stecken, anstatt ein unnötig oft in diesem Haus hin und her latschen zu lassen, finde ich. Da macht mehr Spaß, Rätsel zu knacken, als Sachen zu suchen. Zwei Stunden später. Meine Fresse ist die Treppe lang. Alles soweit normal, Larry. Na, normal für Edison Apartment Standard. Irgendwie wäre es voll cool, so einen Keller zu haben. Weiß man auch noch nicht, was ich damit machen würde. Streamen. Out of the Dungeon. Und was ist mit den Zähnen? Und dem glühenden Vogelkäfig-Ding und dem Schlüssel? Ich denke, dass das schon ein wenig seltsam war. Und dieses komische Gefühl werde ich auch nicht los. Irgendwas Schlechtes kommt, Alter. Ich weiß nicht was oder wann, aber es wird kommen. Aber nicht an Aliens glauben. Okay, alles klar. Da könntest du recht haben. Ich informiere Todd und wenn er zu Hause ist, kommen wir mit seinem Equipment nochmal her. Okay, wie lange hat er noch Unterricht? Prügeln sich da die Katzen schon wieder. Er sollte jetzt fertig sein, aber ich wollte mich noch mit Ash treffen. Erinnerst du dich? Oh, stimmt ja. Du solltest sie mitnehmen. Ich finde, wir sollten sie da raushalten. Also von dem paranormalen Zeug. Stimmt schon. Das letzte Mal, wie wir sie mit hatten, hat es böse geendet. Alter, das ist jetzt schon ein Jahr her. Sieht so aus, als würden die Jahre immer schneller vergehen. So ist das, wenn man alt wird. Ja, das tun sie außerdem. Vergiss nicht, dass wir uns morgen Abend zum Abendessen treffen.
Hehe, wie könnte ich das vergessen? Von dir und Ash habe ich sicher tausende Nachrichten darüber bekommen. Hey Ashley! Sal! Ich freue mich so, dich zu sehen. Wie habe ich dich vermisst? Ich hab dich auch vermisst, Ash. Du hast dir die Haare geschnitten. Sieht gut aus. Er steht dir gut. Danke, es ist besser zum Fahren. Ich sehe, du hast auch einen neuen Look. Oh ja, irgendwie schon. Sieht toll aus. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich die Rossschwänze irgendwie vermisse. Nee, er ist viel zu albern. Pippi Langstrumpf. Gleich ab ins Bad und neue Manier. Biker Girl. Ich bin nicht mehr beim See gewesen, seit wir hier zusammen waren. Was hast du gesagt? Ich sagte, es ist schon lange her, dass ich hier war. Bei mir auch. Es ist so schön hier draußen, so friedlich. Und die Ruhe. Ich genieße die Ruhe. Wunderschön. Auch diese Bäume. Sehr hübsch. So, hast du dich mit Ben versöhnt? Ja, es passt alles wieder. Worum ging's dabei wirklich? Geschwisterzeugs halt. Er hat mich herzlos genannt, weil ich nicht bei Omas Beerdigung geheult habe. Er sagte, ich sei nicht normal, weil ich niemals weine. Bla bla bla. Dann wurde daraus ein großer Streit. Als ob ich nicht meine Oma getrauert hätte. Als ob ich nicht um meine Oma getrauert hätte. Egal, wir haben uns versöhnt und jetzt ist alles wieder beim Alten. Jetzt wo du sagst, ich glaube, ich habe dich niemals weinen gesehen. Das bedeutet, dass ich ein herzloses Monster sein muss. Pass lieber auf, wir erledigen hier nämlich Monster. Nein, du solltest besser aufpassen. Mit diesem Monster willst du es nicht verscherzen. Ist das eine Herausforderung? Ich hoffe, du hast deiner Mutter heute Morgen noch einen Abschiedskuss gegeben. Hahaha. Wie geht's dir, Sally Face? Wir sind ein offenes Buch mit plagen Albträume. Das tut mir leid. Sind sie so schlimm wie früher? Sie sind anders. Schwer zu erklären. Ich krieg kaum Schlaf deswegen. Macht dir etwas Sorgen? Manchmal, wenn mir etwas Sorgen oder Probleme macht, bekomme ich davon Albträume. Ich fühle diese tiefe Verzweiflung, was überhaupt keinen Sinn macht, weil alles in Ordnung ist. Eigentlich sollte alles gut sein. Nimmst du deine Medikamente? Ja, das heißt, ja, meistens. Du solltest sie nehmen, wenn sie dir gut tun. Meine Cousine hat mit Depressionen zu kämpfen und seit sie ihre Medikamente hat, geht es ihr viel besser. Die helfen schon, aber sie lassen mich auch abstumpfen. Die Verzweiflung fühlt sich wenigstens wirklich an oder wenigstens wirklich nach mir. Da ist was dran. Ich verstehe. Ich möchte nur, dass du glücklich bist, Herr. Du kannst dich immer an mich wenden, wenn du Hilfe brauchst. Oder nur jemanden zum Reden. Du weißt, dass ich immer für dich da bin, oder? Das weiß ich, danke, Ash. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber du brauchst das nicht zu betragen, wenn ich da bin. Mein Gesicht? Deine Maske. Die ist inzwischen ein Teil von mir geworden. Das ist das Gesicht geworden, das ich der Öffentlichkeit zeige, das ich allen zeige. Ich will nur, dass du weißt, dass du sie nicht vor mir tragen musst, wenn du das nicht willst. Es sind nur wir zwei hier, niemand sonst.
geht's dir? Es war okay, weißt du? Aber ich fühle mich immer besser, seit ich aus der Stadt raus bin. Ich dachte, du magst die Stadt. Ich liebe die Stadt ja auch. Es ist so toll und es passieren immer aufregende Dinge. Ich lebe nur nicht gerne dort. Es ist so laut und überall sind so viele Menschen. Manchmal hörst du deine eigenen Gedanken nicht mehr. Verstehe. Je länger du dort bleibst, desto mehr fühlt es sich so an, als würde man die Verbindung zur Natur verlieren. So seltsam es auch klingen mag, ich vermisse Nochfell. Ich vermisse die frische Luft, die Natur. Ich vermisse es, die Sterne nachts zu sehen und mit meinen Freunden rumzuhängen. Wir haben dich auch vermisst, Ash. Aber ich glaube nicht, dass wir heute Abend irgendwelche Sterne sehen werden. Nicht bei dem Sturm, nicht bei diesem Sturm. Sturm? Hier bewegt sich gar nichts. Ich habe es schon bemerkt. Ob wir einen Regen bekommen? Was mit der Kunstschule? Ich glaube, ich werde mir eine Auszeit von der Schule gönnen. Ich fühle mich richtig ausgebrannt. Wirst du zurückkommen? Vermutlich. Ich muss nur noch ein paar Sachen erledigen. Vielleicht mache ich ja sogar ein paar Klassen am Community College, während ich über ein paar Dinge nachdenke. Also nebenbei macht man immer kurz das College. Oh, das wäre cool. Larry will das auch machen. Als er das gesagt hat, war ich echt überrascht. Ich dachte nicht, dass er aufs College gehen würde. Ich auch nicht. Wäre ganz wie früher, die alte Crew wieder zusammen in der Schule. Bist du glücklich? Glücklich worüber? Alles, das Leben! Ich weiß nicht, keine einfache Frage. Obwohl ich gerade eine schwere Zeit durchgemacht habe, versuche ich Dinge zu finden, die mich glücklich machen. Was ist sonst der Sinn, verstehst du? Ja. Ich bin jetzt glücklich. Wirklich alles in Ordnung, Cell? Ich mach mir langsam Sorgen um dich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich stehe ein wenig neben der Spur. Alles fühlt sich so falsch an. Wie meinst du das? Das darf man doch keiner Frau sagen. Jetzt denkt sie, es fühlt sich falsch an, mit ihr hier zu sitzen. Nichts scheint mich zu beruhigen. Diese beständige Unruhe, als ob mein Geist und meine Seele nicht im Einklang miteinander wären. Ich würde so gern den Himmel anschreien, bis er auseinanderbricht. Mach doch, ist keiner hier. Und? Was und? Das ist uns tun. Ich weiß nicht. Komm schon, ich wette, du wirst dich nachher besser fühlen. Eben einfach mal hier in die Natur brüllen, wenn er danach ist. Eben. Wofür ist die Natur denn da? Kann man auch mal rumbrüllen, ne? Einmal tut's einfach gut. So. Alles klar. Das war wieder eine weitere Runde. Sally Face. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, ne? Jede Menge Dialoge. Gibt's hier halt nicht. Das ist das Game, Leute. Aber wir sind auch bald durch. Also das Kapitel 4 ist jetzt bestimmt auch schon zur Hälfte rum. Danach kommt noch das Abschlusskapitel. Also wir nähern uns hier mit straffen Schritten dem Ende auch. Ich werde jetzt demnächst auch anfangen, noch wieder das nächste Spiel dann schon mal simultan hochzuladen. Dann kommt auf jeden Fall Project Nightmare Case 36 Henrietta Catwell. Und es steht Obscure als nächstes auch noch an. Also, volles Programm, Leute. Es bleibt nicht bei textbasierten Spielen. Keine Sorge, das wird die Ausnahme bleiben. Es wird auch wieder mehr Action geben. Ne? Aber erstmal bis zur nächsten Folge, ne? Ciao!